Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Baldur's Gate 3. Speak your name. Den Namen aus dem Buch wiederholen. My master was human, pure and true. Oh, oh. You are not Illintoth. If you are his ally, step forward and declare it. Only a true ally of Illintoth may pass. What think you of the Zolkir known as Zastan? Geschichte gescheitert. Ist der Beste aller Zeiten. Nee, der ist böse und abscheulich. You are no Zolkir. But are you wise? Tell me, why might one use balsam ointment? Laut dem Tagebuch eines Arztes verwendet man Balsam zur Wundreinigung. Acceptable, finally. If you could see anything in me, what would it be? Ja, sie hat ja davon, er hat da das Buch, ne? Ich will die sehen, die ich liebe. Weak. Schwach? A poor choice. You will be purged. Cool. Oh mein Gott. Okay. Ja. Ah, herrlich. Schönes Rätsel, ne? Muss man dem Game schon lassen. Schönes Rätsel. Also auf ein neues. Also, wir dein Aussehen begutachten, deinen Namen nennen. Also wir können den Namen nicht nennen, wir sind nicht menschlich. Aber was wir machen könnten, ist ja, wir hätten eigentlich mit Gale rangehen können, ne? Deinen Namen nennen. Oder ist das klug? Oder Tiefling? Nee, wir nennen unseren Namen. I do not know this name. Ich weiß. If you are known to my master, step forward and declare yourself an ally. Naja gut, einschüchtern brauchen wir eigentlich nicht, ne? Ich finde das Rätsel schon nett, aber einschüchtern? Geht das überhaupt? Wir probieren es mal. Wir probieren mal das Einschüchtern. Mhm. There is a pause, as those glass eyes take you in. Then. Oha, und dann lässt sie uns einfach rein, oder was? A well-guarded laboratory. What were they hiding down here? Ich finde halt, einschüchtern ist so die, naja, so rau. Ja, war ja klar, dass wir wieder so etwas haben. Wir gucken uns erstmal ein bisschen um. Vielleicht finden wir noch mehr. Keine Trap? Ein Hebel. Ah, alles klar. Sehr gut. Also wir kommen auf jeden Fall schon mal raus. Ja, ihr wisst ja, wie es ist, ne? Wir gucken uns wieder hier
in aller Ruhe um. Und dann kriegen wir nämlich ein paar Materialien. Tränke. Oha. Ja, sehr gerne. Ein rostiger Schlüssel. Danke. Den wir dann halt hier unten gefunden haben. Vielleicht ist ja irgendetwas für ihn oder mit ihm. Noch mehr Material. Abgerissene Vagabundenkleidung. Ah. Na gut. Ja, die Forschungsnotizen sind ja eigentlich das, was interessant ist, ne? Was ist denn hier passiert? Les mal. Tote erwecken, misslungen, zu lange tot, Leiche verwest, Wiederbelebung, misslungen, als Ghoul zurückgekehrt, musste wieder getötet werden. Mit Toten sprechen, misslungen, Antworten nicht hilfreich. Klonen, misslungen, lebendiges Gewebe benötigt. Wiederbelebung und Klonen, misslungen, musste beide Ghule töten. Auferstehung, misslungen, warum? Magischer Fluch? Wahre Auferstehung. Ich bin an die Grenze meiner Fähigkeiten und Ressourcen gestoßen. Das Buch verspricht Hilfe. Was soll ich wagen? Ach so, soll ich es wagen? Die wahre Auferstehung. Nimm das mal mit. Da ist das Skelett. Nehmen wir den Knochen mal mit. Mach mal eben hier ein bisschen Kerzenschein an. Also irgendetwas können wir hier machen mit dem Skelett. Wahrscheinlich. Wir müssen dazu nur das Buch finden. Und das, was mich natürlich jetzt am meisten stört. Guck mal bitte eben her. Sei doch mal so gut und entschärf die. Schwierigkeitsgrad 10, das ist ja noch okay. Es sei denn, man würfelt eine 1. Nee, gut, danke. Also mit unseren Würfeln haben wir doch relativ Erfolg, ne? Manchmal auch nicht, aber die meiste Zeit schon. Warum kann ich die Feuerschale nicht entzünden? Oh, die Nekromantie von Tay. Rostiger Schlüssel benutzt. Okay, da gehen wir gleich ran. Wir bleiben ja eben kurz hier, ja. Weil das wird jetzt ein Kapitel wieder für sich. Ganz viele Sachen, ja. Weil ich glaube, die Sachen brauchen wir gleich auch alle. Deswegen, da bin ich mir nicht so sicher. Ein konservierter Wolfskopf. Kann ich den mitnehmen? Nee, ne? Schade eigentlich. Sieht ja schon alles sehr stark aus. Lass uns mal ein bisschen mehr Licht riskieren hier. Mhm. Ein Stoffbär. Mhm. Bleiben wir mal eben hier an der Maschine oder was das sein soll. Okay, also wir haben auf jeden Fall schon mal das Öl und die Schriftrolle. Mondhafen-Logbuch. Das Buch ist gefüllt mit Seiten über Seiten von Beobachtungen zu Reisenden und Dorfbewohner. Du blätterst zu den letzten Seiten. Händler, Ankunft, Mondhafen, Mondhafen, Abreise nächsten Tag. Mhm. Der Schlüsseljuwel des Buches ist verschwunden. Vertrauen. Achso, Vertrauten angewiesen, meinen Lehrling zu beobachten. Wir haben schon mal darüber gehört, ne? Im Brunnen verschwunden. Moment. Vertrauter berichtet, dass der Lehrling beim Brunnen verschwunden ist. Werde untersuchen. Überfall. Selbe Soldaten wie zuvor. Dorfbewohnern führt. Rauch am Horizont. Überfall? Fragezeichen. Und dann kamen die Goblins. Okay. Das meint er mit Juwel. Ich verstehe. Deswegen der Lehrling. Du blätterst dich durch die Seiten voller seltsamer alchemistischer Zeichnungen und Formeln. Manche sind verständlich geschrieben, manche in Runen und Zeichen, die du kaum erkennen kannst. Teilweise handelt es sich hier um Anweisungen zur Verwandlung von Metallen und Rezepte für Kriegsmaschinerie. Aber der Hauptteil des Buches beschäftigt sich mit der Wiederbelebung von totem Fleisch. So viel dazu.
Also jetzt wissen wir nämlich genau, worum es sich eigentlich handelt, ne? Genau das ist es nämlich. Aber ist das jetzt das große Rätsel, dass wir das dann hier einmal lüften sollen? Ich gehe jetzt einfach mal stark davon aus. Das ist wieder Band 5, ne? Das kennen wir bereits. Das hatten wir gelesen. Gegengift ist nett. Das könnte nur gebrochen für unsere kleine süße Spinne, ne? So, dann einmal hier oben. Keine Bücher drin, nichts, ne? Das böse Auge. Ja, ich wollte es eigentlich erst lesen, aber so ist auch okay. Eine vergoldete Truhe. Armschienen der Verteidigung. Du erhältst einen Bonus von +2 auf die Rüstungsklasse, solange du keine Rüstung und kein Schild trägst. Oh, das ist natürlich stark. Annehmen. Das ist natürlich stark, keine Frage. So, über Tod und Auferstehung haben wir hier und wir hatten jetzt gerade eben mitgenommen das böse Auge. Die Menge an Tant und Krimskrams, denen eine ja, Vettel in ihren Besitz bringt, macht zwar jede Vettel im Vergleich zu ihren Schwestern einzigartig, aber sie lassen sich dennoch in drei Unterkategorien einteilen. Die Nachtvetteln verdanken ihren Namen der Fähigkeit, die Träume Sterblicher heimzusuchen. Sie verzehren dabei langsam die Lebenskraft des Opfers, bis dessen Seele im Seelenbeutel der Vettel eingeschlossen werden kann. Nachtvetteln gelten als gehässige, selbstsüchtige Maulheldinnen. Die Seevettel können mit einem einzigen Blick in Panik versetzen und töten, verschlingen ihre Opfer in einem Stück. Seevetteln stinken nach Fisch und sind einfach unfähig, eine ordentliche Tasse Tee zu kochen. Die grüne Vettel, sie sind wunderschön, sie sind mächtig, wagt es nicht, ein Wort gegen sie zu sagen. Vetteln. Eine Vettel. Ah, okay. Ein Auszug aus einem Metatext, der Rückprall. Ich gehe mal eben kurz drüber. Weil jetzt ist auch langsam aber sicher gut mit dem Lesen, sonst heben wir das Buch auf. Ja, okay. Ja. Nehmen wir mit. Können wir sonst ein andermal lesen. Nehmen wir mal mit und packen es auch weg, damit ich es nicht vergesse. Der Tod und Auferstehung war das jetzt, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Zack, kommen wir hier oben in die Notizen rein. Der, der keine Rüstung trägt, wäre in der Hinsicht Gale. Der kriegt jetzt dann eine Rüstung von +2. Das finde ich auch ganz gut so. Kokon aus Spinnenseide. Aber warum kann ich euch nicht anzünden? Moment mal, komm mal her, ja? Danke. Danke. No time to rest. Be wary. This place is trapped. Die Marmorplatte ist das Problem. Wir haben zwei Gargoyle-Statuen, die wir entschärfen könnten. Wir haben hier noch ein paar Kokons, ja. Wir wissen ja, was daraus geschehen ist. Das heißt, die Spinne selbst war natürlich hier. Okay, sollen wir es selbst probieren oder brauchen wir jetzt irgendwann doch wieder Estarion? Also der Estarion ist echt wichtig, habe ich das Gefühl, ne, für solche Sachen. Entschärf mal bitte die Platte. Aber okay, Schwierigkeitsgrad 10. Aber das heißt nichts, ne? Wenn man eins würfeln, ist vorbei. Da haben wir jetzt Glück gehabt. So, und Gale. Gale. Wir werden jetzt nochmal speichern. Du gehst bitte an das Buch dran, weil er ist mit Arcane Kunde und Co.
The book is locked tight with no visible keyhole. Only an oval recess in the cover's mouth. Wir brauchen das Juwel. You try to examine the book, but the longer you stare, the more those piercing amethyst eyes draw you in. You've seen similar books in wizards' libraries. A tome on Thayan magic. A rare and expensive find. But people have gone mad reading less dangerous texts. Curious. Why don't you take a closer look? I'll observe from back here. Please don't open the creepy book. Das Buch in Ruhe lassen. Wir lassen es erstmal in Ruhe. Ich glaube, das Buch in der Mitte braucht das Juwel, weil sonst, weiß ich nicht, irgendwas anderes geschieht. Ich bin mir da nicht sicher, aber wir wissen ja, wo das Buch ist. Das heißt, wir müssen doch in die Höhle rein, wo die nette Spinne auf uns wartet. Was mich persönlich nicht freut, weil darum ging es jetzt in der Geschichte. Wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche. Kerze, Weihrauch, Knochen, noch ein Skelett. Ich weiß zwar nicht, warum das hier... Oh, das wollte ich gar nicht. Warum das jetzt entscheidend ist. Aber wir machen Schritt für Schritt. Wir machen Schritt für Schritt. Was ist mit dir hier, Stoffbär? I doubt a bear this size went down without a fight. Natur fehlgeschlagen. Nee, wir haben leider wenig mit Natur am Hut. Den Kessel kannst du bitte mal fallen lassen. Danke. Wir kommen wieder. Nicht versagen. Sobald wir in der Höhle gewesen sind. Müssen wir uns nur alles merken. Werden wir aber, denke ich mal, in dieser Session noch machen. Das heißt, von hier aus dann wieder einmal hoch. Wir sind ja auch kurz vor Level Up, glaube ich. Das heißt, dann wird es auch ein bisschen besser mit der Spinne. Die war, glaube ich, Level 5 oder so, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Aber sehr interessant, so ein besonderes Buch der Nekromantie ist schon ein bisschen gruselig, ne? Aber das, ja. Da macht ja auch Spaß. Muss sein, was? Gequatsche, hm? Gib mal her. Eben Karte geöffnet, da unten geht's wieder raus, okay. Ah, alles gut bei euch? Everything here is ours. Bugger off. Okay. Ja, so sind die Goblins halt, ne? Konntest du hier was ausgraben? Ist hier nicht danach aus. Ah, hieß es nicht, da ist ein Sumpf in der Nähe, wo wir hin wollten? Mir scheint es so danach zu sein. Gib mal alles her, wir haben wieder ein bisschen Platz. Dann können wir uns nämlich unten noch ein bisschen umgucken. Vielleicht finden wir da je nachdem ein paar Geheimnisse. Aber sehr spannend aktuell bisher. Die Goblins kann ich noch nicht so ganz zuordnen, also... Ich meine, die werden ja auch von irgendjemandem geführt. Den Namen haben wir jetzt auch schon öfter gehört. Mintara war das, glaube ich. Aber was sie vorhat... Finde ich schon alles sehr, sehr spannend. Und ich denke mal, im Laufe der Zeit werden wir da auch dann noch mehr erfahren. So, was ist denn hier eigentlich mit den Jungs hier oben los? Tastes like chicken. No chicken. Tastes like fish. Gentlemen, contain yourselves. This quarrel sours our feast. Besides,
tastes like pork. And what surprise is this? Brothers, look here. I have eyed yet another tiefling prize. Fortune favors our bellies. Naja, sagte. Stranger, be you friend or food. The mark is her measure. Show us the brand of the absolute. Oh, ja, sehr redegewandt für einen Oger ist richtig, ja. Das ist ja ein Tiefling. Einschüchtern sollte immer funktionieren. Aber täuschen ist natürlich schöner, ne? Wir täuschen ihn mal. Wow, was ein Glück. Also wir gehören zu den erwählten Jüngern der Absoluten, ja? Also es ist noch besser. Indeed. How regrettable that your meat must go unsavored. Food? Food? Not food. Friend. Ihr seid ein sehr wortgewandter Oger und wie ich sehe, tragt ihr das selbst das Mal nicht, ja? Aber wir fragen mal, warum kann er so gut reden? Am I not astonishing? A robust diet makes for a shrewd mind, you see. I am a gourmand. And you, a delicacy. Were I so lucky? Wie ich sehe, tragt ihr das Mal selbst nicht. Also, tragt ihr selbst das Mal nicht. I've no use for the absolute, or any god. I follow two masters only, gluttony and greed. The goblins understand my appetites. They sate my hunger for gold, and the rest sate my hunger for meat. Boss goblin give gold, we check brand, good deal. No talk. Vergesst Goblins, ihr solltet für mich kämpfen? Oh, ich hätte gar nichts dagegen, hör mal. Ich habe hier in der Region nicht viele Oger gesehen. Ja, das stimmt schon. Aber vergesst mal die Goblins. Kämpft doch für mich. I am, by all accounts, a student of higher commerce and extortion. Natürlich. Make me an offer. Tempt me. Wir sollen ihn... Ich denke mal überzeugen, oder? Ich bezahle mit dem Fleisch der Gefallenen. Ihr werdet schon satt werden. Ich denke, da klingt gut. Schwierigkeitsgrad 20. Autsch. Das wird nichts. Oder? Nee, da fehlt uns genau der eine Punkt wegen Blutleer. Ah. Inspiration einsetzen. Eins. Ja, komm. Einmal probieren wir es halt noch. Komm schon. Bitte, bitte, bitte. Nein! Oder? Doch, haargenau. Wow. A brilliant notion and a boon to my aching belly. We have a deal, my tasty kibble. Take my bone horn. One blow and the ground will quake with my family name. Use it when the need arises and never a moment before. Ogre kill everyone around, then Ogre eats them. Well spoken, indeed. Ogre kill everyone around. Echt jetzt? Okay, dann ich habe in der Region nicht viele Ogre gesehen. Haben wir den jetzt echt überzeugt? We follow the scents of blood and gold to all lands fertile, friend.
And this land proves particularly fruitful. Okay. We will keep close. When you are ready, sound the horn. Lums Kriegshorn haben wir erhalten und ein Level Up. Oh, da bebt echt die Erde. Stoße in dieses Horn, um Lums wütende Ogerbande herbeizurufen. Sie fressen jeden, den sie kriegen können, aber wenn du einen Pakt mit ihnen hast, verschonen sie in der Möglichkeit deine Gruppe. Oh, wie cool ist das denn? Du kommst hier in die Tasche rein. Das ist ja richtig gut. Das ist ja richtig gut. Das ist halt herrlich, ne? Dafür ist halt Baldur's Gate einfach nur gedacht, ne? Es ist halt einfach traumhaft. Richtig gut. Was ist daran interessant? Ein geborstener Stützbalken. Achso, wir hätten das auch einstürzen lassen können. Ein toter Tiefling. Aha, super. Immerhin sind wir es nicht. Ein angelaufenes Medaillon. Einheit ist Stärke stehen. Okay, ja, nehmen wir mit. Aber sehr gebildet, ne, für einen Oger. Sehr gebildet. Die Dummheit und der Niedergang. Altes Schulbuch? Someone's diary. Might explain what happened here. Ja, ich denke auch. Aufheben. Ganz viel Futter. Aber war ja klar. Die waren ja nicht umsonst hier, die haben gefuttert. Ich hoffe, dass die nicht aus Versehen irgendwas da hingelegt haben. War das hier mal eine Schule? Und jetzt meine Kinder, bitte alle zusammen. Aber sehr cool gemacht. Ich bin mal gespannt, ob wir das Horn... Oh, wir könnten... Loser Felsen. Wir könnten das Horn... Was ist das denn hier? Volos Reiseführer zu Baldurs Tor. Also, mal eben kurz zum Volo, ne? Der Volo ist ja der eigentlich bekannteste Barde, soweit ich weiß, in Baldur's Gate. Ja, ich habe es nur nicht auf den ersten Blick hin gesehen, deswegen verzeiht. Aber der hat seine Sachen hier vergessen. Das ist merkwürdig. Nehmen wir das mal mit. Einen Rucksack nehmen wir auch mal mit. Falls wir nochmal was sortieren müssen. Aber wir könnten die rufen bei der Spinne, oder? Bei der Spinne könnten wir die rufen. Aber wir hatten hier überall Schatztruhen versteckt. Eine Holztruhe. Nett, nehmen wir mit. Und dann gucken wir gleich mal, was hier so passiert ist. Fabeln Feruns. Der Bube und der Betrachter. Ich glaube, wir haben alles, ne? Wir müssen nur mal eben kurz oben drauf gucken. Moment, Holzfass. Weil wir konnten ja irgendwie auch noch hoch, ne? Gibt es oben irgendwas Schickes? Wir gehen mal eben gucken. Dann gibt es hier eine kleine Lesestunde. Ich meine, so auf den Dächern ist das schon ganz cool. Der dumme Drow. Wahrnehmung fehlgeschlagen. Seid ihr mal so nett, kommt hier mal rein. Weil die Wahrnehmung ist fehlgeschlagen. Das Porträt. Ivan Ben... Nimm's mit? Okay. Mitnehmen. Warum ist hier die Wahrnehmung fehlgeschlagen? Lösel? Ja, Lösel. Bodenbretter, handschriftliche Notizen, Kinderbild, alles nehmen. Okay. Gut. Meine werten Zuschauer, wir haben einiges entdeckt und gefunden. Alles sehr interessant. Ich denke mal, das gucken wir uns dann das nächste Mal in aller Ruhe an. Hier in diesem zerstörten Dorf. Ich bin mal gespannt, auf welche Geheimnisse und was wir noch so alles antreffen.
Das ist schon sehr cool gemacht. Und wir müssen hier oben auch noch hoch. Seht ihr das? Da kann man hin und her springen. Da ist dann auch irgendwas versteckt. Es ist halt Wahnsinn. Es kommt mir so vor, als würde ich in einer Folge keine 5 Meter weit kommen. Gefühlt, weil es einfach so viel ist. Und dann haben wir noch die Stufenaufstiege. Ja. Kommt alles. Stück für Stück. Euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin.